Topfgucker TV empfiehlt. Hallo liebe Topfgucker, ich bin Sven Petzold, der Küchenchef hier im Romantikhotel Pirna. Wir bereiten heute das Gericht der Sächsischen Schweiz, den Krautwickel, zu. Dazu benötigen wir einen Weißkrautkopf. Hier schneiden wir den Strunk raus. Und geben ihn in kochendes Wasser mit Salz und etwas Kümmel. Jetzt gibt der Kohlkopf rein. Jetzt warten wir eine Weile, bis das Kohl, die Blätter sich lösen und die Blätter garen. In der Zeit bereiten wir die Hackmasse zu. Hier habe ich Schweinehackfleisch, altbackene Brötchen, die ich mit Wasser einweiche und mit einem Teller beschwere, damit die weichen. In die Hackmasse kommt ein Zwiebelwürfel. Pfefferkraut, Majoran. Diesen hacken wir. Etwas gehackte Petersilie, Pfeffer. Und Salz. Dazu noch etwas Bautzener Senf und ein Ei. Jetzt schauen wir auf unsere Brötchen. Drück mal etwas aus. Und das vermengen wir jetzt zu einer schönen Masse. So, jetzt kosten wir die Hackmasse, ob die geschmacklich okay ist. Ja, klappt. Alternativ kann man natürlich auch vegetarisch den Krautwickel füllen. In dem Fall nehmen wir Spitzkohl, Mairübchen, Kohlrabi, in der Spargelzeit Spargel, ein bisschen paar Haferflocken zur Bindung und da hat man eine vegetarische Alternative. So, jetzt schauen wir mal nach dem Kohlkopf. Die ersten Blätter lösen sich schon. Kümmel haben wir ans Wasser getan, weil Kohl ist relativ schwer verdaulich und der Kümmel hilft bei der Verdauung und natürlich auch Geschmack. So, die ersten haben wir jetzt schon. Da schneiden wir noch den Strunkansatz raus. Ist natürlich jetzt der Kümmel, der verfängt sich noch ein bisschen in die Kohlblätter. Dadurch haben wir den Kümmel mit hier dran, aber das ist nicht schlimm. 8 Blätter habe ich jetzt gelöst, weil wir wollen ja 4 Krautwickel machen. Jetzt legen wir uns die Kohlköpfe, die Blätter, so zusammen. So, nun von unserer Hackmasse eine gute Handvoll. Jetzt die Hackmasse mit den Kohlblättern einschlagen. So, jetzt kann man den Krautwickel binden. So, dann haben wir den ersten. Andere Variante ist, man steckt mit Zahnstochern den Krautwickel zusammen. So, und geben das zu Hause in einem Bräter. Wir in der Gastronomie haben kleine Einsätze. Und weil ich sie sehr dicht lege, brauche ich die restlichen nicht binden oder einstecken, weil die halten sich von alleine. Nun geben wir die Krautwickel in den Ofen. Circa eine Dreiviertelstunde. Hier bei 120 Grad zu Hause in der Röhre vielleicht etwas heißer. Wir lassen das anbraten, dann geben wir etwas von dem Fond dazu und lassen die dann die Dreiviertelstunde schmoren. Jetzt haben wir ja noch einen Rest von dem Kohlkopf. Das verarbeiten wir zu einer Soße. Schneiden wir uns ein paar Würfelchen.
Das wird jetzt die Soße für den Krautwickel mit Hackfleisch gefüllt. Wir bereiten dann, wenn wir den vegetarischen machen, machen wir eine Tomatensoße dazu. Zwiebeln dazu. So. Das geben wir in den Topf. Etwas Öl. Schwitzen uns die Zwiebeln an. In der Zwischenzeit haben wir schon Kartoffeln angesetzt für unseren Kartoffelpüree. Dass, wenn die Soße dann köchelt, bereiten wir den Kartoffelpüree zu. Etwas Muskat. Ein kleines Stück Butter. So, nun geben wir unser geschnittenes Weißkraut dazu. Geben es wieder auf den Herd. Würzen die ganze Geschichte mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Lassen wir das Ganze etwas anbraten. In der Zeit gieße ich die Kartoffeln ab und drücke die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse in die heiße Milch. So, Püree fertig. Weißkraut brät an. Geben wir dann von dem Kochfond immer wieder was dazu. Und das machen wir ungefähr dreimal, bis wir eine schöne Farbe erreicht haben. Jetzt haben wir unsere Soße soweit fertig. Jetzt müssen wir die Soße noch binden. Und dazu nehme ich etwas Mehl. Wir machen eine Mehlbutter. Und damit wir nicht das weiße Mehl dran schütten, machen wir ein dunkles Mehl. Um das Mehl dunkel zu bekommen, muss natürlich die Pfanne heiß sein. Oh, ich höre gerade, unsere Krautwickel sind fertig. Also das Mehl ohne Fett nur anrösten. So hat es die Oma früher gemacht, wo es noch keinen dunklen Soßenbinder gab. Ich habe natürlich das Mehl schon mal vorbereitet. Am Ende sieht es so aus. Hier geben wir jetzt etwas Butter dazu und machen uns eine Mehlbutter. So, es sieht fast so aus wie ein dunkler Soßenbinder. Geben wir was in unsere Soße dazu. So, wir lassen das Mehl noch ein bisschen auskochen. Und da haben wir eine fertige Soße. So, Krautwickel fertig, Püree fertig, Soße fertig. Da kommen wir jetzt zum Anrichten. Ein Spritzbeutel für den Püree. Dann spritzen wir kleine Röschen im Kreis. Jetzt holen wir uns den Krautwickel raus. Wenn man den nimmt mit dem Faden, muss man natürlich den Faden rausmachen. Wenn man den nimmt mit den Spießern, muss man natürlich die Spießer rausmachen. Ich nehme einen, den ich nicht gespießt habe, richte den an, gebe etwas Soße dazu. Jetzt dekorieren wir noch etwas. Und das ist das Gericht der Sächsischen Schweiz, der Krautwickel, in dem Fall mit Hackfleischfüllung. Und wenn Sie keine Zeit haben, das Gericht selber zu kochen, wir haben Krautwickel auch 2 Stück im Glas. Können Sie bei uns käuflich erwerben, brauchen Sie nur noch warm machen, den Püree dazu und schon haben Sie das Gericht der Sächsischen Schweiz zu Hause. Ja, jetzt haben wir unseren Krautwickel und Sie werden sich sicherlich fragen, was passt für einen Wein dazu? Wir im Haus empfehlen den Grauburgunder vom Weingut Matthias. Er rundet dieses deftige Essen galant ab. Wir freuen uns, Sie auch als Gäste im Hotel begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Nachkochen. Viel Freude dabei. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de